Hallo! Jetzt wieder mit SpongeX Substanz. Einfach mit sie. Jetzt geht's weiter mit Skype Sonic Survival Teil 190. Hab ich nicht zwei von den Dingern angenommen? Okay. Ich habe mir noch überlegt, ich werde mir noch ein Rad dran bauen. Warum ein Rad? Weil ich letztes Mal gemerkt habe, dass es doch nicht ganz so gut ist. Dass es besser ist, ein bisschen mehr Räder zu kriegen, die auf dem Boden antreiben. Und ich werde vielleicht so machen, dass wenn ich, ja, wenn wir zwei Motoren drin haben, ist er schließlich ein Schlepper. Da braucht er auch ein bisschen mehr Kraft. Hier haben wir es. Okay. Gut. Und das Rad habe ich mir hier vorgestellt, hier hin. So. Würde auch gut hinpassen. Obwohl wir vielleicht. Ich wollte eigentlich nur am Auto weiter basteln. Nur das andere Zeug ran basteln, aber ich habe mir überlegt, wenn wir das Zeug dann ranmachen. Wird das Ding ja noch schwerer sein. Die Räder möchte ich nur um eins nach hinten versetzen. Nur um eins. Nur um eins. Und den Motor. Sind ja alle Bete genauso stark, oder? 5. Oh, hier brauchen wir noch ein bisschen. Ah, okay. Wie gesagt, es ist ja ein Schlepper. Ein Schlepper braucht ein bisschen mehr PS. Ich gucke keiner jetzt. Was ist mit denen los? Okay. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich nur so rumfahre und den Schlepper nicht brauche, dann werde ich die hinteren Doppelbereifung abmachen. Und die Doppelbereifung werden wir nur nutzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Okay, was ist ja schief? Ah, okay, ich sehe es. Der braucht sich ja nicht drehen. Er dreht schon, aber. Oh. Okay, dann braucht er nur hier rein. Das ist eine Art Hilfsantrieb dann bloß. Ja. Ungefähr haben wir das gedacht.
Der Ton nervt aber ein bisschen. Okay, dann haben wir, wie gesagt, die Achse möchte ich um eins nach hinten versetzen noch. Und zwar dahin. Das geht gar nicht. Das ist blöd. Oder wir lassen das sein mit den Zwillingsbrädern, weil wir haben ja jetzt dann hier. Ich glaube, die mit Zwillingsrädern lassen wir weg. Ist das jetzt auf demselben? So rum, oder? Stopp, 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 stopp. Ach, die Zwillingsbräder brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja, doch, oder? Die machen wir dann drauf, wenn wir sie brauchen. Mal das jetzt so wegnehmen und das wegnehmen. Okay, hier machen wir selber das wegnehmen und das müssen wir jetzt so wegnehmen. Dafür kann man das hier hinsetzen und das kann man so lassen. Kann man das nur nach hinten so machen. So. Okay. So, dann haben wir das da. Ich wollte eigentlich genau was anderes machen, ich weiß. Aber ich glaube, wer mich jetzt kennt mittlerweile, der weiß. Ich finde immer im Bauen. Bin, da bin ich im Bauen. Wir müssen das doch mal eins nach hinten setzen. Probier mal aus. Das sieht aber nicht gut aus. Weil das ist. Wir müssen doch weiter nach außen machen. Aber die Breite hinten reicht zu. Das ist okay. Das ist okay. Schlepper kann ruhig schwerer sein wie ein normaler, weil er muss ja schleppen und die Kraft bringt er ja auch nur durchs Gewicht mit drauf, auf die Straße mit. Jetzt sieht das glaube
gleich aus. Okay, wir brauchen noch Power. Wir brauchen Power. Für den Motor brauchen wir noch. Achtung. Ah, okay. Haben wir irgendwo noch Powerstäbchen rumliegen? Da sind zwei. Also 8 brauchen wir mindestens. Okay. 4. Okay. Ja, warte mit. So. Eigentlich wollte ich hier schon die Runde losmarschieren und mir so einen alten Sack wiederholen. Aber ihr wisst, wie es ist. Gut. Gut, das ist das. Gut, den Schalter vergessen. Okay. Mal, wie sieht das aus dann überhaupt an einer Seite? Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gruppe 4 ist zu viel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Was jetzt? Achso, wir haben ja noch keinen zurzeit kein Motor drauf. Okay. Wir wollen ja noch gucken, wie das aussieht. Das ist schon mal okay. Ich sag, wir haben um eins ein bisschen verlängert. Okay. So, die Motoren setzen wir schön in die Mitte. Wie so, wie es halt so ist, ne? Okay, wo haben wir einen? Okay. Wartet mal. So. Dann würde ich hier noch mal. So. Okay. Ich würde mir nämlich nach vorne und hinten würde ich dann die anderen nehmen. Den anderen Motor nehmen. Mal sehen, ob das klappt, meine Idee. Theoretisch müssten die ja trotzdem drehen. Okay.
halten tut er ja trotzdem. Vorwärts, vorwärts, immer rückwärts, nimmer. Gut. Okay, wir kommen hier vorwärts. Wir brauchen wirklich alle zwei Motoren dann. Okay. Hängen wir irgendwo noch drauf? Achso. Ja, wenn wir halt kein Benzin haben, da haben wir kein Benzin. So dreht er sich schneller. Und dann brauchen wir dann noch hier die Doppelbereifung eigentlich. Doch für später schon. Wieso dreht er sich schneller da hinten? Okay. Wir können ja. Ich habe eine neue Idee. Leute, sorry. Ich habe eine neue Idee. Wir machen die als Stützräder mit dran. Das ist klar, aber. Ich glaube, wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, er weiß, was ich will. Okay. So. Weil die Räder sollen ja eigentlich nur aktiv sein. Wenn ich das Gewicht brauche, wenn der Hänger dran ist mit dem Gewicht. Und wie bekommt man das dann hin? Mit denen da. Das reicht. Okay. So ein Scheißding. Das geht ja immer noch nicht so richtig. Oder? Geht das mittlerweile? Nee. Geht nicht hin, okay.
So. Und da wird dann einfach nach unten geschoben, wenn er gebraucht wird. Denke mal, das ist die bessere Methode. Wir können ja auch noch mal eins höher setzen, aber das brauchen wir nicht. Habe ich bei SnowRunner gesehen. Bei In-Auto hat er das auch. Die Idee finde ich eigentlich gar nicht so dumm. Bei SnowRunner konnte man das Rad nicht hoch und runter fahren. Da war das nur eine Art Stützrad gewesen. Aber hier soll es ja kein Stützrad werden, das soll aktiv eingreifen. Okay. Okay. Dann brauchen wir einen Schalter. Also wir haben einen Lichtschalter, haben wir. Warte, warte. Der Lichtschalter. Der Licht. Was haben wir? Warte, nee, wir haben doch einen Schalter einstecken hier, haben wir. Okay. So. Und der Schalter ist für da zuständig. Und du brauchst eigentlich nur ein Scan. Und eins. So, dann machen wir mal schnell kurz die Lampen mit anschalten. Und das kann man lassen. Da von dem Meer durch, ja? Eigentlich schon. Egal. So. Das Rad dreht sich zusammen zwar mit, aber ist erstmal egal. Okay. Lichtschalter. Hilfantrieb. So, wieso ist der so weit ausgefahren? Ich wollte ja nur eins haben. Okay. Dann werden wir das also so machen. Okay. Da lässt sich dann jetzt schwerer denken, ja, das ist klar. Da tun wir es aus. Jetzt alle ordentlich angeschlossen? Er hat jetzt schon zu tun. Drei. Dann wollte ich ja hier so eine Schutzfolie
Vorrichtungen da dran machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Nö, das sieht scheiße aus. So. Scheiß drauf auf die Lampe. Die war eh hässlich. So. Die Lampen kann man ja immerhin neu hier unten hinsetzen, ja. So. Und so. Okay, da sind die Freunde wieder von der Nachtsicht. Okay. So, wir packen jetzt erstmal zusammen und machen erstmal los. Wir haben ja ein bisschen, haben wir ja schon vorbereitet. Ja, ein bisschen. Hey, bleibt immer stehen, falls du nicht um. Ist ja nur einer. Okay. Ach, den Motor wollte ich schon upgraden und dann machen wir los. Ah, ist schon, wir haben schon über 25 Minuten schon. Hallo, treff ich dich mal? Ah, dann darf er leben bleiben. Okay. Motor upgraden. Und fertig. Okay. So, die Räder hier rein. Eigentlich kann man das ja alles komplett über den machen. Mit dem Hilfsmotor, den setzen wir dann später irgendwo hin. Okay. Okay. Den machen wir erstmal aus. Den setzen wir auf aus. Den setzen wir aber bloß erstmal hin. Okay. Das ist das Letzte, was wir noch machen. Ich sag jetzt erstmal Tschüssi und Bye Bye. Bis später, euer Milzi.